Du bist so mutig und furchtlos, drückst mir ein paar dumme Sprüche, doch verschwindest im nächsten Moment spurlos. Wenn ich mit Polo-Puppen spiele, wird es blutig für dich, lasse dich. Leider bist dein Leben sich alles spürbar. Meinst du, kleine Kinder spiele mit Puppen, damit hättest du recht, wenn sie nicht verflucht wären nach dem Blut. Um dich und deine Verwandtschaft zu eliminieren. Willst du leben, dann bete zum Teufel, dass er gnädig ist und dir eine zweite Chance gibt. Das passiert nur in seltenen Fällen. Mich hat es damals gerettet, ihre grausame Jagd hat doch gerade erst angefangen. Wenn sie dich erwischen, dann bist du dran und wirst umgebracht. Ich steche neben in die Puppe rein, du spürst den Schmerz eine Stunde lang. An meinem Nagel in der Größe eines Zahnstochers. Ich steche Nägel in die Puppe rein, spürst den Schmerz leider stundenlang. An meinem Nagel in der Größe eines Zahnstochers. Um nur eine bestimmte Person leiden zu lassen, frage ich Mutter Tilsen nach der tödlichen Magie, um sie qualvoll hinzurichten. Sie leiden, sie schreien, haben diverse Krankheiten, die sich langsam aber sicher zu Grabe tragen. Ihr könnt diese Folter nur auf eine Art beenden, nehmt euch den Strick, um abzuhängen. Dann wird der Wunsch von so vielen wahr, man schaut zu ihnen auf, doch ich schau auf sie herab. Hart gepaart, Arroganz nehme ich das zukünftige Todesurteil aus der Hölle mit Kusshand an. Der Teufel stendiert mir auf meiner Pupille ein Teufelspentagramm. Ich steche Nägel in die Puppe rein, du spürst den Schmerz eine Stunde lang. An meinem Nagel in der Größe eines Zahnstochers. Ich steche Nägel in die Puppe rein, du spürst den Schmerz leider stundenlang. An meinem Nagel in der Größe eines Zahnstochers.